leichte Variationen der Übung, kurz angekündigt von Peter Herrmann. Das Tempo steigert sich auch so allmählich von Minute zu Minute. Halbfinalspiele zum Teil innerhalb einer Woche. Da geht es dann so richtig rund, was die englischen Wochen angeht. Die Spieler freuen sich immer so richtig drauf. Aber die Trainer haben dann natürlich wenig Möglichkeiten, nochmal was ganz Neues einzustudieren. Bis dahin muss alles stehen. Dann muss das bislang Erworbene in Anführungszeichen nur noch gefestigt werden. Vielleicht verfeinert, verbessert. Und dazu hat man jetzt die Zeit. Den Spielern selbst, wie gesagt, vor allem zwischen einem Samstag und einem Sonntagsspiel, nochmal einen Tag mehr als sonst ohne englische Woche. Das sind die Bayern-Akteure relativ wenig gewohnt. Und allesamt sagen sie, nee, ich habe lieber die englische Woche. Das ist natürlich, zumal der Kader, hoffentlich bleibt das so, inzwischen ja auch so groß ist, dass eigentlich auf allen Positionen, mehr oder weniger allen Positionen ständig gewechselt werden kann, rotiert werden kann. Das, was die Basketballer, die Eishockeyspieler im Spiel sich erlauben dürfen, macht Jupp Heynckes mit seinen Akteuren eben von Spiel zu Spiel. Das betrifft auch die Innenverteidigung, nachdem da Niklas Süle tatsächlich mehr oder weniger aufgeschlossen hat, was die Leistungen angeht, zu einem Mats Hummels und einem Jerome Boateng, den beiden Weltklasse-Innenverteidigern, kann man auch da getrost eigentlich mehr oder weniger von Spiel zu Spiel mal wechseln. Spricht dann anschließend oft mit den Spielern, was ihm gefallen hat, vor allem wenn ihm etwas nicht gefallen hat. Und es ist ja gerade auf diesem extrem hohen Niveau, auf dem sich alle hier befinden, eben auch